Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt's ein richtig tolles Keksrezept und zwar habe ich Zimtschneckenkekse gebacken, Cinnamon Roll Cookies. Ja. Richtig cool, oder? Also Zimtschnecken, oh, nein. Hast du die schon? Hab ich gerade gesehen. Zimtschnecken allgemein finde ich ja schon richtig lecker. Komm, probier einen. Am Anfang finde ich ja schon richtig lecker, allgemein aus Hefeteig. Und da dachte ich, komm, für die Weihnachtsbäckerei müssen es auch Plätzchen sein. Die sind nämlich länger haltbar und man kann einfach jeden Tag davon naschen. Ich glaube, sie schmecken gut, oder? Mhm. Noch einen. Komm, einen darf ich noch probieren. Und ich zeige euch jetzt, wie man den Teig zubereitet. Ich nehme dafür nämlich den ganz normalen 1-2-3 Mürbeteig. Das heißt, ein Teil Zucker, zwei Teile Butter, drei Teile Mehl. Das ist super einfach und ihr braucht auch nur ganz, ganz wenige Zutaten. Für den Mürbeteig brauche ich 50 Gramm Puderzucker, 100 Gramm kalte Butter, 150 Gramm Mehl, eine Prise Salz, etwas Vanilleextrakt und für die Füllung nehme ich ein Eiweiß. Hier habe ich 30 Gramm braunen Zucker, einen Teelöffel Zimt und 40 Gramm gehackte Mandeln. Zuerst bereite ich jetzt den Mürbeteig zu. Dafür nehme ich jetzt einfach den Puderzucker. Es geht super einfach, deswegen mache ich das hier auf der Arbeitsplatte. Dann die kalte Butter. Und jetzt kann ich das Ganze schon mal so ein bisschen zerhacken. Dadurch, dass der Mürbeteig gehackt wurde früher, einfach mit einem Messer, hieß der auch eine Zeit lang Hackteig. Also kann man auch sagen, Hackteig. Hackteig. Man könnte auch gerne die Finger nehmen. Aber beim Mürbeteig ist ganz wichtig, dass der nicht warm wird. Das heißt, man muss ihn einfach ganz schnell verkneten. Dann kommt jetzt hier das Mehl dazu. Etwas Salz. Und jetzt muss mir jemand das Vanilleextrakt öffnen, denn meine Hände sind schmutzig. So, einfach so einen guten Schuss Vanilleextrakt noch rein. Perfekt. Und jetzt den Teig ganz rasch zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Den Teig drücke ich jetzt ein bisschen flach, lege ihn in eine Schüssel, decke ihn ab und stelle ihn für mindestens 30 Minuten kühl. Und gleich zeige ich euch noch, wie wir die Füllung verrühren. Für die Füllung kann ich jetzt hier die Zutaten einfach verrühren. Ich nehme jetzt hier ein Eiweiß, dann den braunen Zucker. Falls ihr jetzt keinen braunen Zucker habt, könnt ihr natürlich auch einen weißen Zucker nehmen. Ihr müsst auch nicht den kompletten Zucker nehmen, also wenn ihr das gerne etwas weniger süß mögt, nehmt einfach ein bisschen weniger. Dann alles gut verrühren und am Ende noch die Mandeln mit rein. Die sorgen halt für einen richtig tollen Crunch. Die Füllung werde ich jetzt gleich abdecken und einfach stehen lassen, bis der Teig soweit ist. Wenn die Füllung so wie hier etwas flüssig ist, also bei mir war das wahrscheinlich ein sehr großes Eiweiß, dann könnt ihr noch ein paar gemahlene Mandeln mit dazugeben, die binden die Flüssigkeit ein bisschen. Und jetzt kann ich das Ganze abdecken, also ich gebe noch ein bisschen gemahlene Mandeln mit rein, decke es dann ab und lasse es so lange stehen, bis der Teig eben auch soweit ist. Der Teig ist jetzt gut durchgekühlt und ich habe ihn jetzt nach dem Kühlschrank einfach noch mal kurz durchgeknetet, so ist er geschmeidig. Und jetzt nehme ich nur ein ganz bisschen Mehl. Und jetzt rolle ich den Teig etwa 1 mm dünn aus. Wenn ihr das Ganze auf einer Silikonmatte oder zum Beispiel auf einer Backfolie oder einem Backpapier ausrollt, habt ihr auch den Vorteil, dass ihr die Seiten so einschlagen könnt, sodass ein schönes Rechteck entsteht. Jetzt kann ich hier die Zimtmasse draufstreichen. Meine Teigplatte halbiere ich jetzt in der Mitte, damit ich schöne kleine Kekse erhalte. Und da müsst ihr einfach drauf aufpassen, falls ihr eine Silikonmatte oder eine Dauerbackfolie benutzt, dass ihr keine spitzen Gegenstände verwendet, also kein Messer zum Schneiden. Und jetzt könnt ihr das Ganze aufrollen. Und bevor ich jetzt Scheiben runterschneide, friere ich das Ganze jetzt ein. Das heißt, ich packe jetzt diese Rollen in Frischhaltefolie ein, friere sie ein, damit ich gleich schöne Scheiben runterschneiden kann. Und wenn ihr sie jetzt herunterschneidet, dann kann es einfach sein, dass diese Spirale nicht mehr so schön sichtbar ist. Die gefrorenen Zimtrollen, die können dann in 0,5 cm breite Scheiben geschnitten werden und dann lege ich sie auf ein Backblech.
Und jetzt kommen Sie in den vorgeheizten Backofen bei 190 Grad Ober-Unterhitze und da brauchen Sie dann etwa 7 bis 10 Minuten. Die Kekse sind jetzt gebacken und auch abgekühlt und sie sehen so schon wirklich super aus. Aber ich finde, Zimtschnecken sind sie erst dann, wenn sie auch eine Glasur haben. Jetzt könnt ihr entweder wie bei normalen Zimtschnecken eine Glasur mit Frischkäse, Puderzucker und Zitrone machen. Oder ihr macht es so wie ich. Ich mache jetzt nur eine aus Puderzucker und Zitrone, weil die einfach länger haltbarer ist als Frischkäse. Jetzt habe ich hier 100 Gramm Puderzucker, gebe ein bisschen Zitronensaft noch rein und wer möchte, kann auch noch ein bisschen Vanilleextrakt ergänzen. Die Glasur fülle ich jetzt in einen Gefrierbeutel. Ihr könnt sie aber auch gerne mit dem Löffel einfach drüber laufen lassen. Aber so kann ich das ein bisschen besser portionieren. Jetzt kann ich hier eine ganz kleine Spitze wegschneiden und dann die Glasur über die Zimtschnecken drüber laufen lassen. Und die muss dann natürlich fest werden und danach können wir sie gleich probieren. Also eigentlich hast du ja schon probiert. Ja. Willst du nochmal probieren? Ja, bitte. Bitte. Ich habe jetzt auch schon probiert. Ich finde sie voll lecker. Ehrlich, sind echt genial. Ja, und ihr müsst die jetzt einfach am besten in so einer Blechdose aufbewahren, in einer Keksdose. Und da sind die wirklich also mehrere Wochen haltbar. Also bei uns wahrscheinlich nur 3-4 Tage, aber... Wahrscheinlich, aber nicht, weil sie schlecht werden, sondern weil sie leer sind. Ja, schmeckt echt genial. Voll lecker, gell? Ich glaube, da mache ich nochmal eine größere Portion. Da könnt ihr wirklich... ganz viele vorbereiten und ihr könnt ja auch diese Rollen einfach eingefroren lassen und auch nach Bedarf immer mal wieder frischer aufbacken. Das war halt auch ein cooles Einfrierrezept. Ja. Ja. Falls ihr die Cookies nachmachen möchtet, dann schaut auf sallys-blog.de vorbei. Da steht nochmal alles ganz genau und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Kann ich nur eins haben? Nur eins? Nur eins. Nee, jetzt brauchen wir noch welche für die Fotos. Aber da ist schon noch eins. Und wenn ihr noch andere Rezepte sucht, könnt ihr auch mal in meiner Playlist vorbeischauen, denn ich habe auch die letzten Jahre immer ganz, ganz tolles Weihnachtsgebäck gezaubert. Ja, da gibt es bestimmt 600 Rezepte wahrscheinlich. Ja, mit Sicherheit. Aber kann ich jetzt nur noch eins haben? Nein, ich muss erst Fotos machen und dann kann ich sie gerne alle haben. Eine Fotos doch. Okay. Dankeschön. Wer kann den Dackelaugen schon nein sagen? Ja. Hast du gerade den Dackel gesagt? Ja.